Ein Blick von oben auf einen dichten Mischwald. Sonnenlicht fällt auf die grünen Baumwipfel. Sie wiegen sich sanft hin und her. Im Wald schaut Riedel in Uniform durch ein Fernglas. Er steht am Ufer eines Weihers. Der Polizist lässt das Fernglas sinken. Riedel läuft tiefer in den Wald hinein. Ein Golden Retriever mit einem schwarzen Herrenschuh im Maul kommt angerannt. Riedel bleibt stehen. Er beugt sich zum Hund und streichelt ihn. Der Hund hält Riedel den Schuh hin. Der Hund läuft davon. Hundi! Hey, Hundi! Hundi! Hola! Am Boden liegt reglos ein Mann. Ach du Scheiße. Mit einem blutigen Loch in der Stirn. Das gleißende Licht der tiefstehenden Sonne spiegelt sich auf dem Starnberger See. Am Horizont die Alpengipfel. Hubert Ohnestaller mit Christian Tramitz als Franz Hubert, graue Haare, blaue Augen, meist unrasiert. Michael Brandner als Raimund Girwitz, korpulent, grau-weiße, zurückgekämmte Haare. Katharina Müller-Elmau als Polizeirätin Sabine Kaiser, groß, schlank, lange, braune Haare. Paul Sedlmayr als Riedel, mollig und dunkelhaarig. Hörfilmproduktion Bayerischer Rundfunk, Text Melanie Mart. Redaktion Elmar Dosch und Diana Urban. Tonmischung Florian Mayhöfer, Sprecher Florian Schwarz. Tod am Schlafbaum. Hubert fotografiert den Toten. Sag mal, Riedel, wieso warst du denn aller Herrgottsfrüh im Wald? Wegen der Kormorane. Was? Da ist ein Wilderer unterwegs, der Kormorane schießt. Ja, nicht nur Kormorane, wie es ausschaut. Fuchs checkt ein Thermometer. Und der Hund, der hat den Schuh im Maul gehabt. Ja? Wie hat der ausgeschaut? Ja, helles Fell, ungefähr so groß. Fast hüfthoch. Was für eine Rasse? Kenn mich so aus, ein Hund halt. Ja. Zu Fuchs? Können Sie schon sagen, wann er erschossen wurde? Ja, ich schätze mal so zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens. Ich hab doch vorhin noch einen Schuss gehört. Im Wald wird öfter geschossen, Riedel, ne? Wirklich. Fuchs greift in die Jacke des Toten. Was ist das? Ich glaube, das ist ein Bernstein. Tja, hat einer endlich das Bernsteinzimmer gefunden. Also kein Blut, keine Schleifspuren, keine Erde, keine Grasflecken an der Kleidung. Was heißt das? Ja, dass ihn wahrscheinlich irgendwer hertragen hat. Ja. Girwitz senkt den Blick. Ah, Frau Doktor. Er hebt ein Haar auf. Mmh. Und reicht es Fuchs. Danke. Es ist lang und hell. Bei Rattlinger lehnen die drei Polizisten an einem Stehtisch. Riedel, ein Leichenfund ist nie schön. Nee? Ich hatte mal einen Suizid im Sägewerk. Davon hatte ich jahrelang Albträume. Nee? Ich meine, sowas darf man nicht an sich ranlassen. Yazid bringt Croissants. Auf Huberts Handy sieht er das Foto vom Toten. Was ist mit dem los? Nicht mehr viel. Zerschossen. Den hat der Riedel heute in der Früh im Wald gefunden. Was machst denn du in der Früh im Wald? Da schießt einer Kormorane ab. In den letzten 2 Wochen 8 Stück. Sind immer noch zu wenig. Was haben Sie denn gegen Kormorane? Versauen die Fischpreise? Da kaufst du jetzt Fisch da im Café? Hey, die Mistviecher, die fressen in einer Woche einen kompletten Fischweiher leer. Und das ist nicht einmal ein einheimischer Vogel. Also, so gesehen bist du auch kein einheimischer Vogel. Ich friss aber auch keinen Fischweiher leer. Okay, hier sieht Frage. Angenommen, du bist der Wilderer und willst einen Kormoran schießen. Wo darfst du den am besten erwischen? Am besten gleich nach dem Tauchen, weil da muss er seine Flügel trocknen. Da ist er praktisch eine lebendige Zielscheibe. Oder aber du musst in den Schlafbaum rein. Was für ein Schlafbaum? Da kannst du es rausblitzen wie aus dem Streichelzoo. Brauchst bloß einen Fischzüchter fragen. Ja, dann sollten wir es vielleicht tun. Wem gehört der Huber bei? Seiler Alois. Um Gottes Willen. Kennst du den? Mhm. Das wird anstrengend. Draußen, an einem schwarzen Brett vor der Tür, bemerkt Hubert einen Flyer. Herr Girwitz, kommen Sie mal bitte. Darauf sind 4 Musiker abgebildet. Was gibt's? Schauen Sie mal hier. Der Rechte da, das ist doch der Tode. Hubert legt sein Handy ans Ohr. Ja, das ist er. Hallo? Ja, Hubert, Polizei, Wolfshausen, mit wem spreche ich? Frau Gill, sind Sie von diesem Ammerlander Streichquartett? Sind Sie daheim gerade? Dann würden wir nämlich kurz vorbeikommen. Ja, die Adresse steht am Flyer. Okay, dann bis gleich. Auf geht's. Sie gehen zum Streifenwagen. Riedel! Spezialauftrag. Sie überprüfen diesen Fischzüchter wie? Seiler, ja. Ja, wie soll ich da hinkommen? Rufen Sie auf Revier an. Freund Bayer kommt bestimmt und holt Sie ab. Nicht? Riedel hastet zur Bäckerei.
Girwitz setzt sich auf den Beifahrersitz. Sein Kollege fährt los. Mögen Sie eigentlich Fisch? Was? Ja, nein, das kommt drauf an. Ja, auf was? Ja, auf den Fisch. Ja, so eine schöne Lachsforelle. Hm? Lachsforellen gibt's gar nicht. Das ist eine Erfindung von der Gastronomie, weil Lachse kreuzen sich nicht mit Forellen. Ne? Ach. Ja, so eine Lachsforelle ist eigentlich nur eine Regenbogenforelle, die mit Karotin gefüttert wird. Karotin? Ja. Deswegen wird das Fleisch auch rosa. Wenn Sie ein Jahr lang Karotten essen, dann werden Sie auch rosa. Ja. Naja, frage ich Sie eigentlich. Der Streifenwagen hält vor einem Reihenhaus. Die Ermittler steigen aus. Vor zwei Steinstufen, die zur Haustür führen, bleiben sie stehen. Girwitz klingelt. Eine Frau mit blondem Haar und blaugrünen Augen öffnet die Tür. Sie ist Mitte 30. Ja? Hubert, Polizei Wolfratshausen, das ist der Kollege Girwitz. Wir haben gerade telefoniert. Ah. Sie nickt. Wir kommen wegen Ihrem Streichquartett. Aber wollen Sie uns buchen? Es könnte schwierig werden. Wieso? Die können auch als Trio. Was? Hubert zückt sein Handy. Kennen Sie den Herrn? Oh Gott, das ist Rudolf. Wer? Rudolf Schneider, unser Bratschist. Darf man kurz rein? Ja. Drinnen sitzen die Polizisten auf zwei Sofas. Erschossen. Das kann doch nicht sein. Wir haben noch gestern zusammen auf einer Hochzeit gespielt. Im Gasthaus zum Weiher. Wir hatten da geheiratet. Brecht heißen die. Jana und Josef. Ja. Ist Ihnen an Herrn Schneider irgendwas aufgefallen? War er irgendwie komisch? Was meinen Sie mit komisch? Nervös, ängstlich. Hat sich verspielt auf seiner Watsche. Girwitz nickt. Also mir ist nichts aufgefallen. Wo haben Sie ihn denn gefunden? Im Wald. Die Ermittler tauschen einen Blick. Wie lange haben Sie ihn gespielt auf der Hochzeit? Ein Mann mit dunklem Vollbart kommt herein. Entschuldigung, störe ich? Ich komme gleich. Er geht wieder. Gil wendet sich wieder den Ermittlern zu. Sie sitzt auf einem Holzstuhl. Das war mein Freund. Also, wir waren bis eins gebucht. Da war kaum noch was los. Wir haben noch zusammen was in der Bar getrunken und dann bin ich auf mein Zimmer. Und Rudolf ist zu Fuß nach Hause. Was? Zu Fuß? Ja, der wohnt ja nicht weit weg. Ja, die anderen beiden vom Quartett? Die sind auch beide ins Bett. Wie, um eins? Da hat es bei uns gerade erst mal angefangen. Wir hatten eine Motto-Hochzeit, nicht? Herr Girwitz. Ich müsste dann los. Ja, die Adresse bräuchte man noch vom Herrn Schneider. Gil nickt. Hinter einer abschüssigen Wiese erstreckt sich ein Wald. In Kaisers schwarzem Cabrio fährt Christina auf einen Hof. Riedel sitzt auf dem Beifahrersitz. Hey, wusstest du, dass Kormorane 150 Tonnen Fisch im Jahr fressen? Und trotzdem ist er 2009 zum Vogel des Jahres gewählt worden. Wow. Die beiden steigen aus und gehen zu einem Fahrweg. Deswegen hat der Kormoran einheimische Fische wie die Esche fast ausgerottet. Echt? Der führt zu Fischbecken. Ja. Oh, jetzt rate mal, wie tief die tauchen können. Keine Ahnung. 30 Meter. Und die können anderthalb Minuten die Luft anhalten. Wahnsinn. Und buddhistische Mönche aus China benutzen die sogar zur Jagd. Ich dachte, Buddhisten töten keine Tiere. Nee, ja, das machen die Kormorane ja für die. Wie? Ja, die Buddhisten, die binden den Kormoran so Ringe um den Hals, damit die Fische nicht runterschlucken können. Das ist ja ekelhaft. Einen Hund hat er schon mal. Er zeigt auf einen Napf. Ja und? Hund war auch im Wald. Okay. Der Streifenwagen fährt eine Zufahrt hinauf. Links und rechts davon stehen verwitterte Holzscheunen. Hubert parkt vor einem langen, zweigeschossigen Haus mit dunklem Ziegeldach. An der Wand lehnt ein Motorrad. Die Polizisten gehen zur Haustür mit altmodischem Glaseinsatz. Hubert drückt die Klingel. Eine schlanke Frau mit langen, braunen Haaren öffnet die Tür. Hallo, Hubert, Polizei Wolfratshausen, ist der Kollege Girwitz. Ja. Sie haben gestern im Gasthof zum Weiher geheiratet, oder? Ja. Ja, Glückwunsch. Danke. Ist was passiert? Dürfen wir kurz rein? Natürlich. Brecht tritt zur Seite. In einem Becken schwimmen Forellen. Ein Mann in Warthose taucht eine Schaufel in einen Eimer. Dann streut er Futter ins Becken. Der Mann steht knietief im Wasser. Riedel? Grüß Gott. Der Mann wirft noch eine Ladung ins Wasser. Grüß
Gott. Grüezi, fix. Hallo. Hallo, Polizei Wolfratshausen, Bayer, das ist der Kollege Riedl. Ihnen gehört der Huber-Bayer? Nein, gehören tut er mir nicht. Gepachtet habe ich ihn. Ja, es geht um Wilderei. Da hat jemand Kormorane erschossen. Was hab ich damit zu tun? Naja, Sie sind Fischzüchter. Kormorane fressen Fische. Deswegen schieße ich Sie noch lange nicht. Ich meine, ich schieße auch keine Fische oder Fischerei oder Gänsesäger. So viel Zeit habe ich nicht, dass ich alle Viecher abschieße, die mir die Fisch wegfressen. Ja, haben Sie dann vielleicht einen Verdacht, wer das gewesen sein könnte? Mei. Seiler schmunzelt. Gibt so viele Idioten auf der Welt. Ja, das stimmt. Wo waren Sie denn gestern Nacht? Daheim, im Bett. Und in der Früh? Was ist für Sie da früh? 6 Uhr morgens. Immer noch im Bett. Okay, kann das jemand bezeugen? Ja. Mein Dings, meine Frau. Sie haben einen Hund, gell? Ja. Den würden wir uns gerne mal anschauen. Mhm. Er steigt aus dem Becken. Rick! Seiler hat sein langes, weißes Haar zusammengebunden. Der ist wahrscheinlich wieder beim Bärenried oben. Da haben sie eine läufige Hündin. Da haut er immer ab. Gut, dann müssten wir sie morgen früh aufs Revier bitten. Mit Hund. Soll ich vielleicht sonst noch irgendwelche Viecher mitbringen? Eine Katze hätte ich noch und 2 Stahlhäusen, wenn Sie da interessiert sind. Brecht und ihr Mann schauen auf Huberts Handy. Die Beamten essen Torte. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Hubert blickt auf. Ach so, kannten Sie den? Brecht gibt ihm sein Handy zurück. Persönlich nicht. Es war eine Empfehlung von meinem Vater. Aha. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen an dem Abend, das mit der Tat zusammenhängen könnte? Nee, aber ich hätte es ehrlicherweise auch nicht so drauf konzentriert. War jemand da, den Sie nicht kannten, der nicht auf der Gästeliste war? Nein, ich denke nicht. Haben Sie eine Gästeliste? Moment. Die Polizisten stellen ihre Teller ab. Brecht verschwindet. Ihr Mann tritt von einem Bein aufs andere. Brecht reicht Gierwitz die Liste. Hier. Ah ja. Ja. Opa, Mama, Onkel Heinz, die Zwillinge. Ja, da kommt Stimmung auf, was? Wir wollten das Ganze eher familiär halten. Ich meine, man heiratet doch nur einmal. Ich meine, wie kommen Sie beide auf ein Streichquartett? In Ihrem Alter? Ja, wir mögen klassische Musik. Und mein Vater ist mit der Familie Schneider befreundet. Und dann wollten wir den Gefallen tun. Hat dann nicht so hingehauen, ne? Der Mann von Brecht nickt. Können wir die mitnehmen? Ja, soll ich Ihnen was einpacken? Sie deutet zur Torte. Nein, ich meine die Gästeliste. Gefolgt von Hubert verlässt Gierwitz das Haus. Nach jungem Eheglück sah das aber nicht aus, ne? Ja, nach dem Jahr, ich will, geht's ja meistens dann steil bergab, ne? Ja. Im Revier präsentiert Gierwitz eine Skizze auf dem Flipchart. Das ist das Gasthaus. Das ist die Wohnung, das ist der Weg zur Wohnung. Ne? Hier, das ist der Huber-Weiher und da hat Riedl die Leiche gefunden. Genau. Und was meinst du jetzt genau damit sagen? Ja, vermutlich hat ihn mir jemand aufgelauert oder es war ein Jagdunfall. Ja, aber das gibt's doch nicht, dass einer den Schneider mit einem Kormoran verwechselt. Riedl auf der Jagd ist alles möglich. Da werden Rehe mit Kühen verwechselt und Auerhähne mit Ehefrauen. Aber der Fundort ist so weit weg von seinem Heimweg. Ja, vielleicht hat ihn jemand dahingeschleppt. Hm? Gut, dann fasse ich mal zusammen. Wir wissen nicht, ob es ein Unfall war oder Mord. Wir haben keinen Tatverdächtigen und kein Motiv. Ja, und was heißt das jetzt? Du gehst jetzt nochmal den Heimweg vom Schneider ab und schaust, ob du irgendwelche Spuren findest. Okay, und was macht ihr? Wir schauen in seine Wohnung. Hm. Ein zweigeschossiges Haus mit Garten, hölzernem Balkon und Gartenzaun. Der Streifenwagen parkt vor einer Garage. Gierwitz und Hubert betreten den Hausflur. Eine offene Tür führt ins Wohnzimmer. Gierwitz späht herein. Hubert deutet nach rechts. Sein Kollege verschwindet im Nebenraum. Hubert kommt ins Wohnzimmer. An der Wand hängen Gemälde und ein gerahmtes Notenblatt. Eine Vitrine ist vollgestellt mit Geschirr. Hubert nimmt an einem Flügel Platz. Eine Seitentür öffnet sich. Gierwitz tritt ins Wohnzimmer. Er stellt sich zu Hubert. Angeber. Das sind Leute, die so ordentlich sind, die haben meistens irgendwas zu verbergen. Ja? Sie immer mit ihren Vorurteilen. Ja? Nein, vielleicht brauchte der Mann nicht viel. Ne? Der hat für seine Musik gelebt. Ja. Ist doch schön. Gierwitz entdeckt einen Taktstock. Wurde früher auch mal
Dirigent werden. Oh, das passt super zu Ihnen. Tatsächlich? Naja, muss man kein Instrument beherrschen, muss nur blöd von Leuten rumstehen und mit dem Steckel umeinander fuchteln. Sie haben wirklich keine Ahnung von Musik, wirklich. Also. Sagen Sie mal, was ist der Unterschied zwischen einer Geige und einer Bratsche? Die Bratsche brennt länger. Ach so. Das war ein Witz. Was? Wieso? Weil die Bratsche Er winkt ab. Ist vollkommen wurscht. Ein bisschen mitdirigieren. Auf einer Lichtung steigt Riedel vom Dienstradl. Er hebt ein längliches, schwarzes Stück Plastik auf und steckt es in die Tasche seiner Polizeilederjacke. Dann lässt er den Blick schweifen. Zwischen mehreren Bäumen erspäht er einen Hochsitz. Riedel stellt das Radl davor ab und klettert die Holzleiter hinauf. Das untere Ende verrutscht in einer Schlammpfütze. Die Leiter kippt um. Hektisch tastet Riedel seine Taschen ab. Er schaut zum Radl hinunter. Resigniert setzt er sich. Es wird dunkel. Am Himmel leuchtet der Mond. Nebelschwaden ziehen durch den Wald. Sonnenlicht fällt auf die Lichtung. Ein junges Paar in Sportbekleidung joggt auf den Hochsitz zu. Entschuldigung. Mir ist die Leiter runtergefallen. Könnten Sie mir die schnell aufstellen? Na klar. Danke, super. Sehr nett. Geht es? Ja, wunderbar. Sie lehnen die Leiter an den Hochsitz. Sehr gut. Hält. Die Jogger treten zur Seite. Riedel klettert die Leiter herab. Super, vielen Dank. Gerne. Was haben Sie denn da oben gemacht? Das darf ich leider nicht sagen. Operation Condor. Komoran. Servus. In Kaisers Büro. Riedel sitzt vor seiner Chefin. Wieso sind Sie eigentlich telefonisch nicht erreichbar? Mein Handy war auf lautlos. Und was soll das hier? Das Plastikstück. Ja, ich sollte doch schauen, ob ich was finde, was mit der Tat zu tun haben könnte. Und eine Zigarettenschachtel. Herr Riedel, Sie sollten Spuren suchen und nicht Müll sammeln. Ach so. Ja, aber da waren Motorradspuren. Na bitte, dann zeigen Sie mal her. Was? Das werden Sie doch fotografiert haben. Ach, Herr Riedel, ich verlange ja wirklich nicht viel von Ihnen, aber selbst das unterbieten Sie mühelos. Ja, aber das hier zum Beispiel, das ist ja kein Müll, das könnte ja ein Griff sein. Er hebt kurz das Plastikstück hoch. Ja, dann soll ich nochmal los, oder? Ja, sollen Sie. Aber zuerst gehen Sie in den Verhörraum, dort werden Sie sehnlichst erwartet. Okay. Girwitz und Hubert kommen an den Empfang. Morgen. Guten Morgen. Servus. Gibt's was Neues? Ja, ich habe mit den Ehefrauen der Fischzüchter telefoniert und alle drei geben an, die Nacht und den Morgen mit ihren Männern verbracht zu haben. Puh, nur glückliche Ehen. Das finde ich schon mal sehr verdächtig. Ja. Sie treten zu Riedel an die Scheibe zum Verhörraum. Angestrengt lässt Riedel seinen Blick von links nach rechts wandern. Ja, konzentrieren Sie sich, Riedel. Schauen Sie alle genau an. Also, am Anfang, da dachte ich die Nummer 2, aber da bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Ja, lass nicht Zeit, nur die Ruhe, nicht? Im Verhörraum sitzen 3 Golden Retriever mit Nummern um den Hals. Mann, ich habe keine Ahnung. Seiler streichelt Nummer 1. Was sagen Sie? Die weißen Haare? Die haben alle weiße Haare. Nein, es geht nicht um die Hunde. Wir sind so. Die Ermittler sitzen mit Seiler am Tisch. Der beugt sich zu Rex. Plötzlich reißt Hubert ihm ein Haar aus. Wieso? Ah! Entschuldigung, du hast sowas gehabt. Kruzifix! Und steckt es ein. Sagst du mir, ist das normal, dass ihr einen Aufstand macht wegen ein paar erschossene Fegel? Menschen. Erschossene Menschen. Hubert zeigt Seiler das Foto. Schau mal her. Den Kameraden, den haben wir gestern bei deinem Bayer gefunden. Der Schossen. Aber was hat das mit mir zum tun? Sie waren gestern früh nicht zufällig unterwegs und Kormoran jagen. Dabei hast aus Versehen was anderes erwischt. Ich war gestern früh bei mir daheim im Bett. Das habe ich einem Kollegen schon erzählt. Wie heißt der Hund? Rex. Rex. Girwitz zieht seinen Schuh aus, spuckt darauf. Such Rex, such! Und wirft ihn vor den Hund. Bandtest. Seiler nickt und beugt sich zu Hubert. Kann ich jetzt gehen? Na, du darfst ein bisschen da bleiben.
In der Rechtsmedizin liegt Schneider auf dem Seziertisch. Fuchs sitzt am PC. Hallo. Hallo. Hubert gibt Fuchs ein Tütchen. Frau Fuchs, da müssten Sie mal schauen, ob das zu dem Haar passt, das wir am Tatort gefunden haben. Ja, darauf wette ich. Also die Wette würden Sie verlieren. Was? Wieso? Ja, das sehe ich mit bloßem Auge, dass das kein Pferdehaar ist. Wie, das Haar am Tatort war? Ja, das Haar am Tatort war ein Pferdehaar. Also genauer gesagt, ein Pferdeschweifhaar. Gut, gibt's was Neues von unserem Musikanten? Naja, Todeszeitpunkt wie vermutet zwischen 1 und 3 Uhr nachts. Die Kugel ist in der Stirn eingedrungen, hat Hirnstamm und Zwischenhirn durchschlagen und ist im Nacken stecken geblieben. Was? Durch die Stirn in den Nacken? Mhm. Heißt das, der ist von oben erschossen worden? Nicht schlecht, Herr Hubert. Das war jetzt nicht so schwer, nicht? Und ist er vielleicht vom Pferd aus erschossen worden? Genau. Vielleicht war es ein Indianer, Herr Gewitz. Können Sie mal irgendwas ernst nehmen? Hm? Das fällt mir wahnsinnig schwer bei solchen Thesen, also vom Pferd aus, Entschuldigung. Naja, also vielleicht hat das Opfer ja auch gesessen oder gelegen. Das wäre ja auch eine Erklärung für den Einschusswinkel. Hm? Da hatte ich auch schon drüber nach. Gut, was ist mit der Kugel? Achso, Kaliber 30.06. Also ich tippe auf ein Jagdgewehr. In der grünen, hügeligen Landschaft fährt der Streifenwagen auf einer Landstraße. Robert, kann ich mal offen mit Ihnen reden? Selbstverständlich, Herr Gewitz, das können Sie jederzeit. Ich mag es überhaupt nicht, wenn Sie sich vor anderen Leuten über mich lustig machen. Wie meinen Sie das jetzt? Ich meine, ich finde es überhaupt nicht widersinnig, vom Pferd aus zu schießen. Ja, ich habe gesagt, vielleicht war es ein Indianer. Obwohl, der hat wahrscheinlich eher mit Pfeil und Bogen geschossen. Das meine ich, genau das meine ich. Was? Sie wissen ganz genau, was ich meine. Hubert hält vor einem langen, mehrstöckigen Gebäude. Über der Eingangstür steht Gasthaus zum Weiher. Die Ermittler steigen aus und gehen darauf zu. Girwitz rüttelt kurz an der Tür. Dann folgt er Hubert zur Terrasse hinterm Haus. An einem der Tische sitzt ein korpulenter Mann mit Halbglatze. Vor ihm liegen Unterlagen und ein Tischrechner. Servus, sind Sie der Wirt? Ja. Hubert, Polizei Wolfershausen, das ist der Kollege Girwitz. Ja. Ihr habt da vorgestern eine Hochzeit gehabt, oder? Ja, erinnern Sie mich nicht dran. Da kommt man vom Rheinland hierher, macht so einen Laden auf und denkt, hier geht was. Und dann, ich mache gerade die Abrechnung. Aha, ja. Und? Unterirdisch. 15 Flaschen Wein für 20 Gäste. Alkohol ist gar keiner geflossen. Aber was soll man erwarten bei einer Ü-80-Party für mehr Hochzeit? Das war doch ein ganz junges Ehepaar. Ja, das Ehepaar schon, aber die Gäste... Aber ich meine, das ist ja kein Wunder. Eine Katastrophe, das fing schon bei der Musik an. Ach so, ja, da wären wir dann gleich beim Thema. Er zückt sein Handy. Kennen Sie den Mann da zufällig? Ja, der war einer von den Stehgeigern. Sie meinen das Quartett, ne? Ja, wenn Sie das so nennen. Wieso, was ist denn mit dem Mann? Ja, der ist tot ermordet worden, direkt nachdem er hier gespielt hat. Ja, ich meine, so schlecht hat er jetzt auch wieder nicht gespielt. Ja, gut, ich meine, ist Ihnen was aufgefallen? Hat er sich mit wem gestritten? Nee, ist mir nicht aufgefallen. Und wann er weg ist, wissen Sie wahrscheinlich auch nicht. Doch, das weiß ich ganz genau. Um 12:15 bin ich nämlich raus und hab den Müll vor die Tür gebracht. Und da stand er und hat sich von seiner Geigerkollegin ziemlich innig verabschiedet. Innig heißt, Sie haben sich geküsst? Ja. Ah, und was eher Abschiedskuss? Nee, das sah schon nach ein bisschen mehr aus, wenn Sie mich fragen. Aber ich meine, so lange habe ich da auch nicht hingeguckt. Gut, vielen Dank. Ja. Wiederschauen. Wiederschauen. Wiedersehen. Die Ermittler gehen zum Streifenwagen. Das ist ganz klar eine Beziehungstat, nicht? Die Gil hat einen festen Freund und verhält es mit dem Kollegen. Ne? Der Freund findet's raus, weiß, dass sie auf der Hochzeit spielen, erkennt den Nachhauseweg, lauert ihm auf und bang! Er haut aufs Dach. Ja, natürlich die einfachste Lösung. Ja. Hubert setzt sich ans Steuer, Girwitz auf den Beifahrersitz. Im Revier hält sich Christina den Telefonhörer ans Ohr. Ja, Girwitz hier. Also, ich habe Bernd Eckes überprüft, den Freund von der Gil. Der hat keine Vorstrafen, aber er war mal Personenschützer bei einem Sicherheitsdienst. Das bedeutet, dass er einen Waffenschein hat. Bei Gil. Sind Sie sicher? Hubert drückt die Klingel. Danke. Okay. Was ist? Girwitz steht vor der Garage. Der Eckes hat einen Waffenschein. Hubert schaut zur Haustür. Und er ist nicht daheim. Er deutet auf die Garage. Und da war er offen. Ja, wir können da nicht einfach reinspazieren. Nicht? Eines der zwei Tore ist halb geöffnet. Hubert! Der schiebt es weiter auf und schlüpft darunter durch. Nach kurzem Zögern folgt Girwitz ihm. Hubert öffnet eine Holztür. Die Polizisten betreten das Haus. Um einen Esstisch stehen verschiedene Stühle. Darüber hängt ein Kronleuchter.
Die Wand ziert ein poppiges Mozart-Porträt. Hubert und Gürwitz durchqueren den Raum. Also wirklich, der ist so blöd? Man versteckt die Mordwaffe hier im Haus? Keine Ahnung, vielleicht. Wer weiß es? Hubert nähert sich einem Schrank im Wohnzimmer. Über einem der Sofas hängen 6 CD-Regale schräg an der Wand. Mitten im Raum steht ein Notenständer. Gürwitz schaut sich in einem Nebenraum mit Schreibtisch, deckenhohen Bücherregalen und einem Flipper um. Er beugt sich hinter den Schreibtisch. Eckes betritt den Raum und richtet ein Gewehr auf Gürwitz. Der fährt herum. Herr Eckes, machen Sie nicht unglücklich. Wollen Sie jetzt auch noch Beamten auf dem Gewissen haben? Was machen Sie hier? Mit einer Vase hat Hubert Eckes niedergeschlagen. Danke, Hupsi, sagt man. Danke. Die drei sitzen am Esstisch. Vor Hubert liegt das Gewehr. Herr Eckes, das tut uns wahnsinnig leid, aber das konnte man nicht wissen, dass Sie die ganze Nacht über bei Ihrem Vater im Krankenhaus waren. Da gibt's doch sicher Zeugen, oder? Eckes hält sich eine Kühlkompresse an den Kopf. Also, mein Vater. Was ist mit Ihrem Vater? Ist heute früh gestorben. Oh. Ja, das tut uns leid, nicht? Ich meine, aber Sie müssen uns auch verstehen, nicht? Sie sind unser Hauptverdächtiger. Der Waffenschein, Sie haben eine Waffe und ich meine, Ihre Freundin. Was ist mit meiner Freundin? Was ist mit seiner Freundin? Sagen Sie es ihm. Verlegen lässt Gürwitz den Blick schweifen. Tja, wir müssen davon ausgehen, dass Ihre Freundin Verhältnis mit Herrn Schneider hat. Wie kommen Sie denn auf so einen Schwachsinn? Aber echt, wie kommst du denn da drauf? Die beiden wurden beobachtet bei der Hochzeit. Was? Wobei? Hubert schaut zur Seite und kneift die Lippen zusammen. Wie soll ich sagen? Bei Zärtlichkeiten? Ja, mehr dürfen wir jetzt nicht sagen, nicht? Aus ermittlungstechnischen Gründen, nehme ich an, oder? Er nickt Gürwitz zu. Der Streifenwagen passiert die hellgelbe Frimmerkapelle. Also ganz ehrlich, Hubert, ich bin mir unsicher bei dem. Ja gut, dann war es ja doppelt unnötig. Was? Ja, du hast ihm erzählen, dass seine Freundin ein Verhältnis hatte. Ich meine, gerade ist sein Vater gestorben. Ja, ich habe ihm keine Vase über den Schädel gezogen. Entschuldigung, ich wollte sie retten. Ich habe gedacht, da schießt sie. Im Fond taucht Eckes auf. Ich wollte sie nicht erschießen. Sie sind bei mir eingebrochen. Moment, eingebrochen. Die Tür war offen, ne? Ich hoffe, das Ganze dauert nicht zu lange. Ich würde gerne mit dem Bestatter die Einzelheiten für das Begräbnis von meinem Vater durchgehen. Aha. Wolken ziehen über schneebedeckte Berggipfel. Baumgruppen werfen Schatten auf eine Wiese. Langsam radelt Riedel auf einem Trampelpfad durch den Wald. Er inspiziert den Boden. Der Polizist hält an, steigt von seinem Radl und stellt es ab. Etwas abseits des Pfades beugt er sich über rote Spritzer am Boden. Riedel wischt mit dem Daumen über ein Blatt. Prüfend riecht er an seinem Daumen. In der Rechtsmedizin. Fuchs sitzt mit einem Schal um den Hals an ihrem PC. Hubert kommt herein. Er hat das Gewehr dabei. Ah, Frau Fuchs, was ist passiert? Ach, hab mich verlegen, Nerv geklemmt. Da brauchen Sie ein Kirschkernkissen. Was für ein Ding? Ja, da nehmen Sie Kirschkerne und tun es in die Mikrowelle rein, ja? Dann Herr Hubert, wie kann ich Ihnen helfen? Ach so, ja, das Gewehr, das müssten Sie schnell untersuchen. Mit dem ist eventuell der Herr Schneider erschossen worden. Kaliber könnte passen. Aber schnell und Ballistiker sind leider 2 Worte, die nicht zusammenpassen. Was heißt das? Naja, die müssen das Gewehr erst untersuchen und dann eine Originalpatrone abfeuern. Also 2-3 Tage dauert es, immer schneller geht es nicht. Ja, es sei denn. Er zieht eine Handvoll Patronen hervor und lädt das Gewehr. Fuchs stellt 2 Bücher auf den Seziertisch. Obacht! Na, obwohl, ich glaube, das brauche ich noch. Sie legt 1 weg. Gut. Tritt zur Seite und hält sich die Ohren zu. Hubert legt an. Und? Beide betrachten das unversehrte Buch. Fuchs entdeckt ein Loch in der Wand. Oh. Daneben. Glatter Durchschuss. Hubert bückt sich und späht durch das Loch. Hallo? Dahinter erscheint ein grünes Auge. Hubert richtet sich auf. Ja, und jetzt? Ja, jetzt probieren wir es einfach nochmal, oder? Nein, Herr Hubert. Gut, dann gehen wir es halt doch in die Ballistik. Mit gezogener Waffe stürmt Gürwitz herein. Da hat doch wer.
Haben Sie geschossen? Nein. Er gibt Fuchs das Gewehr. Ist was passiert? Nein. Gut. Hubert geht. Irritiert folgt Girwitz ihm. Fuchs zieht ihr Handy aus der Tasche ihres weißen Kittels. Ja, Riedl, was gibt's? Frau Dr. Fuchs? Ja, ich glaube, ich habe den Tatort gefunden. Gut, nichts anfassen, ja? Ich bin gleich da. Alles klar, ich schicke Ihnen den Standort. Bis gleich. Ja, bis gleich. Vor der Rechtsmedizin. Ja, ich wollte auf das Buch schießen. Normalerweise bleibt da so eine Kugel im Buch stecken. Was heißt da normalerweise? Ja? Sie steigen in den Streifenwagen. Es regnet. Ich kann doch nichts dafür, wenn die Flinte streut wird, Sau. Ja. Der Ecke ist eindeutig der bessere Schütze. Wo ist der überhaupt? Wer? Ja, angeblich bessere Schütze. Die Rückbank ist leer. Ach du Scheiße. An einem runden, kniehohen Springbrunnen vorbei rast Hubert davon. Der alte Audi 80 fährt auf den Parkplatz vor dem Revier. In ihrem Büro tritt Kaiser an die Terrassentür. Mit einem kräftigen Ruck öffnet sie die Tür. Herr Hubert, Herr Girwitz, kommen Sie mal bitte kurz in mein Büro. Die Ermittler gehen zur Metalleingangstür. Hubert tippt den Code in das Zahlenfeld. In Kaisers Büro. Girwitz inspiziert das untere Ende seiner Krawatte. Sagt Ihnen der Name Bronski was? Nee. Na, das sagt mir jetzt auch nichts. Das ist der Virologe, der neben der Pathologie ist, dessen 8000 Euro teures Mikroskop Sie gerade zerschossen haben. Oh, ist das doch so teuer. Ja, ich wollte eigentlich nur schauen, ob die Kugel aus dem Gewehr zu der Kugel aus dem Kopf vom Opfer passt. Was denn für ein Gewehr? Hubert schaut zu Girwitz. Na, das vom Herrn Eckes, das ist der... Ja, unser Hauptverdächtiger, der Freund von der Gilde, mit dem Waffenschein. Ja, und wo ist der? Eindringlich mustert sie die beiden. Der ist uns leider entwischt. Sie haben unseren Hauptverdächtigen entkommen lassen? Ja, aber immerhin haben wir die Waffe, nicht? Ja, die Waffe haben wir. Ja. Die ist da. Ja, ja. Im Wald. Fuchs wischt mit einem Wattestäbchen über einen roten Spritzer. Sie trägt einen Schutzanzug und Einmalhandschuhe. Da oben ist die Wirtschaft, also muss der Schneider von da gekommen sein. Und hier muss der Mörder dann irgendwo auf ihn gewartet haben. Sie meinen, der hat hier irgendwo im Baum gesessen? Oder auf einem Jägerstand? Fuchs deutet hinter sich. Also der Huber war ja, der ist doch da hinten, oder? Ja. Und die Blutspur, die wird hier immer dünner. Am Pfad. Theoretisch könnte er die Leiche quer auf sein Motorrad gepackt haben und dann in Richtung Oberweiher gefahren sein. Beide horchen auf. Riedl rennt los Richtung Weiher. Er zieht seine Waffe. Auf der Lichtung richtet Seiler ein Gewehr nach oben. Er späht durchs Zielfernrohr. Riedl tritt aus dem Wald. Waffe runter, Polizei! Was willst denn du? Verdacht auf Wilderei! Ja, ich habe nichts gemacht. Er legt das Gewehr ab. Haben Sie dafür einen Waffenschein? Fuchs kommt dazu. Waffenschein? Da muss ich mir ganz kurz überlegen. Was ist denn hier los? Rex bringt Seiler einen toten Vogel. Spinnst du, was machst denn du? Ja, um Gottes Willen, das macht man doch nicht. Ein Bisshund bist du. Ein Bisshund. Sag einmal. Ja, mein Hund hat anscheinend einen toten Vogel gefunden. Ja, ist ein Retriever, die haben sie apportieren im Blut. Ja, wenn da ein totes Vieh liegt, der bringt alles. Kröte, Katz, Feuersalamander, alles. Ja, jetzt reden Sie mal keinen Blödsinn, den haben Sie doch gerade geschossen. Wie magst du mir das beweisen? Hä? Die Frau ist Pathologin. Und das hier? Sie schnappt sich das Gewehr. Geht jetzt direkt in die Ballistik. Oha. Und wir fahren aufs Revier. Braver Hund bist. Inmitten von Feldern ragt der Zwiebelturm der Kirche St. Johann Baptist hervor. Hubert und Girwitz sind bei Yazid. Oh. Glaubst du, das macht mich wahnsinnig? Das ist das Andachtsläuten für den alten Eckes, der gestern verstorben ist. Eckes? Hm. Hast du was umwerbt? Hat was angestellt. Willst du uns noch 2 Kaffee, bitte? Sehr gerne. Girwitz ist eine Leberkassemmel. Also, vielleicht stimmt seine Geschichte doch. Ja, vielleicht stimmt, dass der Vater gestorben ist. Aber das heißt ja nicht, dass der Eckes den Schneider nicht erschossen hat, nicht? Einen sterbenden Vater verlassen, um Schneewind zu erschießen. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Hubert zieht sein Handy aus der Jacke. Christina, servus, was gibt's? Echt? Okay, danke. Also, der Eckes ist raus. Die Kugel, mit der Schneider erschossen wurde, stammt aus der Waffe vom Alois Seiler. Das ging aber schnell. Ja, die in der Ballistik, die sind richtig auf Zack. Und was ich gesagt habe, Yachtunfall, ne? Im Verhörraum. Jetzt wird's mal langsam ein bisschen fad. Können Sie nicht mal wen anders verhaften, so zur Abwechslung? Ich kann Sie ja verstehen. Sie verbringen den ganzen Tag mit Ihren geliebten Fischen, füttern sie, sehen, wie sie groß werden. Und dann kommt der Kormoran.
Dann wäre ich auch wütend. Sie wissen, wo der Schlafbaum steht, nehmen Sie ein Gewehr, laufen, schießen und treffen zufällig einen Menschen. Und dann wissen Sie nicht, wohin mit der Leiche. Hm? Und versteck's direkt mit meinem Weiher. Ist für Schieblein. Zu Hubert. Du, der Kollege hat eine blühende Fantasie. Sag mal, ich hab's euch schon gesagt, ich war an dem Abend nicht im Wald und ich habe nicht geschossen. Ihr wollt mir jetzt den Mord hängen, oder? Nein, fahrlässige Tötung. Hallo, ist die Kugel, mit der Musiker erschossen worden ist, die stammt aus deinem Gewehr. Was? Das kann nicht sein. Haben Sie für irgendeine Erklärung? Das Gewehr muss wer anders rausgenommen haben. Wo rausgenommen? Ich hab doch das Gewehr nicht bei mir daheim stehen, das macht kein Wilderer. Was macht denn der Wilderer? Er versteckt sein Gewehr. Wo versteckt es? Im Wald. Wo im Wald? Ja, ich zeig's euch. So. Ja, können wir da? Auffordernd sieht Girwitz von Hubert zu Seiler. Der Blick wandert über die Baumspitzen des dichten Mischwaldes. Die drei Männer nähern sich dem Huberweiher. Mit offenem Mund starrt Girwitz nach oben. Hubert! Was? Da war gerade ein Eichhörnchen. Super. Jetzt habe ich langsam keine Lust mehr. Du willst uns irgendwann einen Schmarrn verzeihen lassen, dann sag's bitte gleich. Nein, sind wir schon da? Er deutet auf einen Holzverschlag. Aha. Und was ist das da? Sie gehen hinüber. Ja, was ist das? So alte Hütten. Ja. Da drunter. Hab ich versteckt. Er bückt sich. Halt, stopp. Das mach ich lieber selber. Hubert kniet sich hin und greift unter den Holzboden. Muss aufpassen. Auf seinem Handrücken sind zwei parallele Kratzer. Fix nochmal rein. Sollen wir aufpassen? Bisschen spät. Hubert zieht eine Waffentasche hervor. Sagen Sie mal, wer außer Ihnen könnte gewusst haben, dass hier eine Waffe versteckt ist? Keine Ahnung. Wenn theoretisch das ganze Dorf war, nicht wer mich alles beobachtet hat. Hubert sieht zu Girwitz. Ihr Handy klingelt. Der fingert es aus der Innentasche seiner Dienstjacke. Sie rufen mich an. Also, Entschuldigung, habe ich wahrscheinlich die Tastensperre wieder. Hubert tastet sich ab. Ach Gott sei Dank, wo habe ich? Ich habe jetzt mein Handy verloren. Rufen Sie mich bitte mal an. Ja. Klingelt. Polizei Wolfratshausen, Hubert, hallo. Wer sieht? Du hast dein Handy bei mir liegen lassen. Ja, ich weiß. Das zweistöckige Haus mit der Bäckerei Rattlinger im Erdgeschoss. Die Balkone der oberen Stockwerke sind mit Blumenkästen geschmückt. Hubert parkt auf der schrägen Auffahrt. Er steigt aus und geht zur Glasschiebetür. Auf dem dreiteiligen Schaufenster steht Konditorei, Stehkaffee und Lebensmittel. Drinnen reicht Yazid Hubert das Handy. Dankeschön. Woher kennst du eigentlich meinen Code? 6-mal die Null war jetzt nicht so schwer. Und was ist das? Ein Flamingo. Schön, gell? Ist jetzt dein neues Hintergrundbild. Du, was anders, diese Traudel, die klingt sehr sympathisch am Telefon. Spinnst du? Ist das die schöne Blonde vom Motorboot? Hast du einen Vogel? Hast du meine Fotos angeschaut? Fotos und auch ein paar Videos, weil sonst hätte ich ja gar nicht gewusst, dass das dein Handy ist. Hubert fixiert ihn. Dann wendet er sich ab. Nachdenklich sieht Yazid ihm nach. Vor dem schwarzen Brett hält Hubert inne. Sein Blick fällt auf den Flyer mit dem Foto des Quartetts. Darauf halten die Mitglieder ihre Instrumente. Hubert steigt zu Girwitz und Seiler in den Streifenwagen. Er starrt durch die Windschutzscheibe. Erwartungsvoll sehen Seiler und Girwitz ihn an. Hubert, was ist? Warum waren wir nicht? Die Branche fehlt. Was? Der Schneider, der war auf dem Nachhauseweg, der muss seine Bratsche dabei gehabt haben. Ja, aber der hat keine gelegen. Ja, eben. Das Offensichtlichste haben wir übersehen, wir zwei Deppen. Sie glauben, das war Raubmord? Sehr gut, dann bin ich jetzt raus, oder? Nein, Sie bleiben schön hier, nicht? Was machen Sie da? Ja, ich schau nach, was so eine Bratsche kostet. Ne? So ein Stück Holz. So, was haben wir da? 600 Euro. Dafür bringt man keinen um. Moment, da ist eine für 1200. Ist auch nicht besser. Hoppala, was ist jetzt passiert? Girwitz nimmt ihm das Handy ab. Jetzt sind Sie auf einer Auktion gelandet. Cool. Ja, cool. Original Valentino Siani Bratsche von 1640. Anbieter aus Oberbayern. Was kostet das aber? 120.000 Euro? Ja,
Da piept man gleich mal mit, oder? Hubert, sind Sie verrückt geworden? Ich meine, da ging er mir auf 130.000 Euro. Sehr gut. Das ist kein Spaß, wirklich. Jetzt wird er frech. 140.000 Euro, dann sagen wir 150.000 Euro. Hubert tippt auf das Display. Hubert, wir wissen noch nicht mal, ob das die Bratsche vom Schneider ist. Ja, das finden wir jetzt gleich einmal raus. Gill spielt in ihrem Wohnzimmer Geige. Konzentriert greift sie mit der linken Hand die Saiten am Griffbrett. Mit der rechten führt sie den Bogen. Die Polizisten warten hinter ihr. Ungeduldig wedelt Girwitz mit der Hand. Das ist Bach. Gill dreht sich um. Entschuldigung, können wir kurz stören? Vielen Dank übrigens, dass Sie meine Beziehung zerstört haben. Das tut uns leid. Ich meine, das war im Rahmen einer Mordermittlung. Da kann man schon mal... Auf dem Notenständer liegt ein bernsteinfarbener Brocken unter Gills Bogen. Was ist das? Ein Geigenbogen. Ich nehme an, das Gelbe da. Ach so, das ist Kolophonium. Damit reibt man den Bogen ein, um einen Widerstand zu erzeugen, damit es besser klingt. Sieht aber aus wie Bernstein. Das ist Bernstein. Ah, und dann ist das hier auch Pferdehaar? Ja, sehr gut. Ha. Also kein Indianer. Gill legt ihre Geige in einen Instrumentenkoffer. Ja, kann ich Ihnen denn sonst noch irgendwie weiterhelfen? Ja, es geht um das Instrument vom Herrn Schneider. Wieso? Was ist mit dem? Ja, wissen Sie zufällig, ob er das mitgenommen hat, also nach der Hochzeit? Ja, jeder Musiker nimmt immer sein Instrument mit, gerade wenn es so wertvoll ist. Mhm. Ist das zufällig seine Bratsche? Hubert zeigt ihr die Auktion auf seinem Handy. Ja, das ist sie. Glückwunsch, die gehört jetzt Ihnen. Was? Die haben Sie gerade ersteigert. Cool. 150.000 Euro. Das ist ziemlich günstig für eine Siani. Ja, für einen Polizisten ist ziemlich teuer. Wer ist denn so dumm und stellt eine geklaute Siani-Bratsche ins Internet? Haben Sie da eine Idee? Nein. Ah, ich habe eine Idee. Vielen Dank. Wir fahren. Sie gehen. Tschüss. Bei Rattlinger. Ihr habt aber gerade nicht viel zum Tor, oder? Braucht ihr einen Kaffee? Nein, eigentlich nicht. Wir wollten nur unsere Bratsche abholen. Ah, ihr seid's das. Habt ihr das Bar dabei? Sag mal, bist du noch ganz dicht? Sie wissen schon, dass diese Bratsche gestohlen ist und dass deswegen vielleicht ein Mensch umgebracht wurde? Jetzt Moment einmal und ganz langsam. Diese Bratsche hat der Verkäufer bei mir in Kommission streng vertraulich abgegeben. Dir gibt einer was vertraulich. Ja, das war ein Erbstück und der Verkäufer möchte nicht, dass es an die große Glocke gehängt wird. Und da haben sie vorsichtshalber erstmal ins Internet gestellt, ne? Haben Sie schon mal probiert, in der Bäckerei eine Bratsche zum Verkaufen? Nein, haben wir nicht. Die Bratsche ist beschlagnahmt, das her. Du weißt schon, dass ein online geschlossener Kaufvertrag trotzdem Gültigkeit hat. Tu die Bratsche jetzt her! Yazid legt einen schwarzen Koffer auf die Glastheke. Am Griff fehlt ein Stück. Von wem ist die? Namen hat sie mir nicht gesagt, aber Frau. Ja, wie alt, wie hat sie ausgesehen? Mittelhübsch. Haarfarbe? Mittelbrünett. Größe? Mittelgroß. Sonst noch irgendwelche Merkmale? Hat nur ein Auge gehabt und ein Holzbein. Ja, seht! Vorsicht, gell? Er klopft auf die Theke. Die Handynummer hätte ich auch, wenn's wäre. Lächelnd zieht er die Brauen hoch. Die Ermittler kommen aus der Bäckerei. Im Fond des Streifenwagens liegt Seiler. Au! Gottes Willen. Den haben wir ja völlig vergessen. Girwitz öffnet die Tür. Herr, Seiler heißt er. Seiler, wir haben eine sehr gute Nachricht für Sie. Sie dürfen jetzt nach Hause. Ne? Also bitte. Aha. Er sieht sich um. Und wie? Ach so. Ja, Sid. Komme. Tust uns einen Gefallen und fahrst den Herrn Seiler heim. Jetzt habt ihr mir erst meine 15% Provision versaut. Nicht soll ich einen Chauffeur spielen, oder was? Mei, bitte. Ihr habt einen gemeinsamen Feind. Aha, und wen? Komm ran. Zwischen einer schneebedeckten Bergkette am Horizont und einer leicht hügeligen Wiese erstreckt sich der dichte Mischwald. Hubert parkt den Streifenwagen auf dem Hof der Brechts. Die Polizisten steigen aus. Hinter dem Wohnhaus liegt ein Garten. Girwitz drückt die Klingel neben der Haustür. Brechts Mann kommt aus dem Garten. Hallo? Herr Brecht, mit Ihrer Frau müssten wir noch mal kurz sprechen. Worum geht's denn? Das würden wir gerne selber mit dir besprechen. Frau Brecht sitzt im Garten an einem Tisch mit Bechern und Kuchen. Frau Brecht,
Sie haben die Bratsche von Herrn Schneider in Kommission gegeben? Ja, in seinem Auftrag. Wie? Der hat Sie beauftragt, zwei Bratschen zu verkaufen? Brecht nickt. Wann? Auf der Hochzeit. Da hat er uns erzählt, dass er sie verkaufen will. Warum hat er das nicht selber gemacht? Es war ein Erbstück von seinem Vater und sollte in der Familie irgendwie keiner erfahren. Eine Geschichte kommt mir bekannt vor. Ja. Ja. Ich meine, das hätten Sie uns beim letzten Mal doch sagen müssen, ne? Ich darf doch, oder? Ja, das hätten wir vielleicht machen sollen. Girrwitz nimmt sich ein Stück Kuchen. Dann wären Ihnen die 150.000 Euro durch die Lappen gegangen, nicht? Insofern ist der Tod von Herrn Schneider ja ein Jackpot für Sie. Hm? Kann es sein, dass Sie schon früher gewusst haben, wie wertvoll die Bratschen ist? Hm. Und dass Sie deswegen den Herrn Schneider engagiert haben auf Ihre traurige Hochzeit? Dass das von Anfang an geplant war? Hm. Sie haben die Gäste verabschiedet, die aufs Motorrad gesetzt, in den Wald gefahren und haben auf den Schneider gewartet. Hm. Und ihn dann mit dem Gewehr vom Herrn Seiler erschossen. Also, das ist ja völliger Quatsch, den Sie sich da gerade zusammen fantasieren. Was haben Sie denn da auf Ihrem Arm? Brechts Mann legt seine Hand auf den Arm. Keine Ahnung. Kratzer halt. Hubert nickt. Schauen Sie mal her, zufälligerweise habe ich genau denselben. Das ist Ihnen passiert, als Sie das Gewehr unter der Hütte rausgezogen haben. Und wir können das kriminaltechnisch untersuchen lassen. Aber ich bin sicher, unsere Pathologin wird auch noch DNA-Spuren von Herrn Schneider auf ihrem Motorrad finden. Hm? Brecht sieht zu ihrem Mann. Der schaut weg. Ich war's. Aber ich wollte ihn nicht erschießen. Es ging uns nur um die Bratsche, aber er wollte sie nicht hergeben. Echt? Ist ja komisch. Er hat Josef die Maske vom Kopf gerissen und dann habe ich Panik bekommen. Den Rest kennen wir, glaube ich. Aber der Kuchen ist besser als beim letzten Mal. Hm? Wirklich. Hubert nimmt sich ein Stück und beißt ab. Komm. Das war Hubert ohne Staller, tot am Schlafbaum, von 2021. In weiteren Rollen Mitsu Jung als Christina Bayer, Susu Padotzke als Dr. Caroline Fuchs, Hannes Ringelstetter als Yazid, Stefan Zinner als Seiler. Drehbuch Leonard Tramitz, Regie Carsten Fiebeler.